Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu Gunsmith Part 2. Dieses Mal sollen wir beim guten Mechanic eine AKSU abgeben. Habt ihr hier? Ist gar nicht so schwierig. Das Problem ist, ihr braucht ein 60er Mag und die braucht ihr auf Fountain Raid. Das heißt, entweder habt ihr das Glück und findet einen ZB14 Schlüssel auf Woods und findet ein paar mehr. Ansonsten könnt ihr ab Level 15 auch 60er Mags kaufen. Die kosten ungefähr 100.000 Rubel. Ihr braucht aber nur eins. Wichtig, kauft euch eins und gebt keins Fountain Raid ab, weil ihr es für eine Quest braucht. Wir sollen eine AKSU kaufen, die kriegen wir bei Prapor. 60er Max, ein Zenit B11 Handguard, den habt ihr zu dem Zeitpunkt. 6 Slots maximal, das heißt, wir klappen sie ein. Ergo über 58, Recoil unter 550 und Sighting Range 100, so leicht wie möglich. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr kauft einfach die AKSU, die kriegt ihr so bei Prapor für 23.000 Rubel. Dann, wenn ihr eine Workbench habt, ist es noch einfacher, macht ihr den B11 Handguard dran, nehmt den Kack VFG oder den KAC VFG, holt euch das 60er Mag vom Flea, nehmt einen Saw Hintergriff, der hier kostet ungefähr 20.000 auf dem Flea, Händler haben es noch nicht, nehmt ein günstiges Scope, was ihr habt, ich habe das MRS genommen, es kostet 13.000 Rubel, macht den Pilgrim dran, damit das Scope hier oben rauf passt und nehmt vorne den DTK1 und dann kommen wir nämlich auf 59 Ergo, während wir 58 brauchen. Haben genau den Recoil, den wir brauchen, eine Sighting Range von über 100. Und wenn ihr das gekauft habt, klappt ihr sie ein und schon habt ihr Gunsmith Part 2 erledigt, kommt bei den Händlern weiter und könnt sie dem guten Mechanic geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, bis zu Gunsmith Part 3.